Hallo und guten Morgen. The time is now. Es geht los. Das ist wirklich nach der gestrigen feierlichen Eröffnung im Orpheum heute der Auftakt, der Start in das diesjährige Diskursprogramm vom Elevate, 20. Ausgabe Elevate Festival 2024. Ich begrüße euch. Ich bin einfach ganz gern mal per Du. Ich bin die Irina, darf Teil des Diskursteams, des Kernteams des Elevate Festivals sein und werde auch noch ein paar einleitende Worte gleich sagen, bevor es dann direkt in die Präsentation von Lisa und Wilfried Brandner geht. Ja, vielleicht etwas, was doch auch möglicherweise die eine oder andere Frage aufwirft. Okay, die 2X, also 20. Ausgabe dieser Western Promises. Was wollen wir denn damit überhaupt erzählen? Auch hier steckt Versprechen in eurer Präsentation drinnen. Und was uns beim Aussuchen, beim Festlegen, beim Annähern an dieses Thema so wichtig war, ist einerseits Fragen zu stellen, durchaus auch kritisch hinzuschauen, auch das Uneindeutige, das Mehrdeutige zuzulassen und gleichzeitig bei ein paar Dingen ganz eindeutig zu bleiben. Was meine ich? Westen. All diese Versprechen, gerade auch das, was ihr heute thematisiert, Konsum, Konsumkultur, Materialismus, da stecken sicherlich Versprechen drinnen, die gar nicht für alle so positiv sind und auch ganz viele nicht aufgelöst werden. Also es gibt auf jeden Fall einen Anteil davon, den man auch sehr kritisch betrachten kann. Was gibt es aber auch für eine Seite? Es gibt diese Seite, wenn es darum geht, dass es auch um Fragen von Freiheit, auch Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, aber auch anderen Freiheiten des Zusammenlebens und ganz grundsätzlich der Demokratie geht. Und die wiederum, die sehen wir ziemlich eindeutig als etwas, was es zu bewahren gibt, was es zu auch tatsächlich verteidigen in Zeiten wie diesen. Und genau diesen Balanceakt aus einerseits aushalten, dass da vielleicht was ist, was wir durchaus kritisch sehen und dabei aber in die Kraft zu kommen, das dann auch zu gestalten. Was wollen wir besser machen? Glauben wir, können wir am besten, indem wir auch uns jetzt einige Tage lang mit Menschen beschäftigen, zuhören, was hier an Ansätzen da ist, um eben genau in dieses Gestalten zu kommen von unserer Gesellschaft. Und heute, der Tag, soll besonders wirklich auch die Fragen ins Zentrum rücken, die oft als irgendwo weit weg, aber gleichzeitig direkt vor unserer Haustür passieren. Also ganz viel, wenn es darum geht, warum blühen denn eigentlich, wie es in dem Lied The Time Is Now heißt, Flowers in the Winter Time. War das nicht ein bisschen zu früh, dieser Frühling, vor einem Monat? Wir haben uns zwar vielleicht gefreut, dass das irgendwie schon das Leben aufsprießt, aber es war halt zu früh. Und diesen Teil, also wenn es auch um die Klimakrise geht, und Kleidung ist da auch durchaus einer der allergrößten CO2, also Fußabdrücke kommt aus der Fashion-Industrie beispielsweise. Ja. Also dort auch hinzuschauen, was kann man anders machen. Das wird jetzt gleich mit diesem Auftakt von der Präsentation kommen. Danach ist um 13 Uhr der Start mit Johannes Siegmund und seiner Kino zu Klimasolidarität. In weiterer Folge wollen wir dieses Thema Solidarität, auch einer von diesen Werten, wo wir sagen, wie macht man es, nicht was. Dass wir Solidarität wollen, das wissen wir, das ist auch Teil der universellen Deklaration der Menschenrechte. Aber wie machen wir es? Wie machen wir Klimasolidarität? Dazu haben wir den Philosophen Johannes Siegmund eingeladen. Im Nachgang gibt es dann eine Diskussion, wo die Vorstellungskräfte auch, dass wir uns dieses Morgen nicht wegnehmen lassen, die Rückeroberung der Zukunft steht dann im Zuge einer Podiumsdiskussion, die von der wunderbaren Klimajournalistin Katharina Kropshofer geleitet wird am Programm, und ein weiterer Programmpunkt heute wird dann nochmal sein, auch wirklich eben an den Vorstellungskräften anzuknüpfen und dort auch wirklich in die Kunst hineinzugehen. Was kann die als Kraft auch dort hineinbringen, wenn es darum geht, die Welt sich anders vorzustellen, unter anderem eben mit Milo Rau, Ceci Leonard und nochmal auch sehr spannenden Perspektiven, die wir dann heute abrunden mit einem Film. Und ich habe mit Das Leben sprießt auf begonnen und heute gehen wir aber dann auch auf die andere Seite, weil irgendwann ist so ein Leben auch aus. Manchmal hat man davor auch Angst und sich der zu stellen, macht auf eine sehr spannende, fast so grotesk, weil manchmal muss man halt auch dem Tod ins Gesicht lachen. We're all going to die. Der Filmemacher Ben Knight hat sich auf eine Reise gemacht, dass wenn sich die Sachen manchmal so eng anfühlen, die Angst, die vieles von dem, was wir auch da so erleben, vielleicht auch uns manchmal so erwischt. Man hört die Nachrichten und eigentlich hat man schon wieder Tränen in den Augen.
We are all going to die. Ben Knight hat sich dem als Frage in einem Film gewidmet und wird auch als Partner für ein offenes Gespräch am Abschluss des heutigen ersten Diskurstag des Elevate Festivals anwesend sein. Und wir wollen ganz grundsätzlich sagen, Angst engt das Blickfeld ein, Liebe, also in den Love Loop zu kommen, aufzumachen, nicht zu kontrollieren, sondern auch mal zu spüren, zuzuhören, sich nachher zu vernetzen. Wir freuen uns, dass ihr da seid und vielen Dank jetzt für die Präsentation. Vergessen. Es gibt einen Livestream, Radiofabrik Salzburg überträgt und ganz grundsätzlich vielen Dank an Fritz Kohler für eure Unterstützung. Stay elevated. Also ich möchte mich sehr herzlich beim Elevate Festival für die Einladung bedanken und ein paar Worte einmal sagen, wer wir sind und woher wir kommen. Am Anfang unserer aktuellen Tätigkeit stand das 2011 im Berlin gegründete Veränderungsatelier, bis es mir vom Leibe fällt, bewusst so genannt, weil es sich auch als eine Art Transformationsprojekt und als einen anderen Zugang zum Designen verstand. Ein Zugang, der auf Bestehendes aufbaut und Mängel als Herausforderung zur Schaffung von etwas Neuem versteht. Im Lauf der 11 Jahre seiner Existenz hat das Veränderungsatelier das Leben von rund 23.000 Kleidungsstücken verlängert oder sie in Lieblingsstücke umgewandelt. Kurzum, es hat sich die Reparatur als Mittel der Erneuerung in einer reparaturbedürftigen Welt auf die Fahne geheftet. 2017 erweiterten wir das Projekt um einen gleichnamigen gemeinnützigen Verein, von dem wir seit Ende 2023 auch eine österreichische Neugründung mit Frau Brigitte Bidowitz gibt. Also es war eigentlich ihre Idee, das zu machen. Wir nennen ihn einen Verein zur Förderung eines ressourcenschonenden Lebensstils. Er setzt den Ansatz des Veränderungsateliers hauptsächlich in Form von Bildungsarbeit um. Wir veranstalten Workshops an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen und führen einschlägige Projekte im öffentlichen Raum durch. Ein solches Projekt war etwa das Retourenrettungsprojekt Become Aware. Ein Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, aus potenziellen und zur Entsorgung bestimmten Retouren bzw. Überhängen Kleidungsstücke zu schaffen, die mit Design und Bewusstsein glänzen. Das heißt, man konnte uns zum Beispiel Fehlkäufe bringen und sie gegen andere von uns abgegradete Fehlkäufe oder Überhänge tauschen. Gegen einen entsprechenden Aufpreis, wenn das gebrachte Stück nichts wert war. Es ging ja schließlich auch um Bewusstseinsbildung. Im Zuge dieses Unterfangens sind wir schließlich auch ziemlich tief in den Online-Modehandel und das Retourenwesen eingedrungen, haben versucht herauszufinden, wie das unsere Landschaften, unsere Städte und unser Bewusstsein verändert und haben 2020 mit unserer Aktion Flaschenpost begonnen, den Wegen von Online-Retouren nachzuspüren. Bevor wir auf dieses Flaschenpost-Projekt etwas näher eingehen, vielleicht erst noch ein kurzer filmischer Exkurs dazu, wie der Onlinehandel unsere Landschaften und die unserer Nachbarländer verändert. Von den Auswirkungen auf den globalen Süden werden wir später noch erfahren. Thank you.
Nun zu unserer Flaschenpostaktion. Begonnen haben wir damit, wie gesagt, Anfang 2020. Wir haben bei verschiedenen Online-Modehändlern Kleidungsstücke bestellt, sie designerisch und in der Materialqualität verändert, deutlich sichtbar mit dem Wort Flaschenpost bedruckt, nummeriert und mit einem kleinen Briefchen versehen wieder zurückgeschickt. In dem Briefchen wurde auf Deutsch, Englisch und Polnisch erklärt, was wir gemacht haben und eine Telefonnummer angegeben, unter der man uns erreichen kann. Eine Zeit lang nach der Rücksendung des veränderten Artikels haben wir auf unserem Instagram-Kanal eine Art offenen Brief an die jeweilige Firma geschickt, illustriert mit Vorher-Nachher-Bildern und nach dem Verbleib der Ware gefragt oder die Ablehnung der Retour kommentiert. Dieser offene Brief lautete in diesem Fall zum Beispiel so. Hey Zalando, wir haben bei dir ein unökologisches T-Shirt bestellt. Durch das Umarbeiten mit Schere, Biostoff, Faden und Farbe haben wir das Produkt aufgewertet und zu einem echten Designer-Unikat verwandelt. Als Flaschenpost Nummer 1 haben wir es retourniert. Und was haben wir bekommen? Ein schnödes Formschreiben, dass du unsere Retoure akzeptierst und uns das Geld zurückerstattest. Hat die Sendung überhaupt jemand geöffnet? Was ist mit unserer schönen Retoure passiert? Hast du sie wieder in den A-Waren-Kreislauf aufgenommen? Hast du sie als Schaden abgeschrieben? Hast du sie als Souvenir einkassiert? Wenn du keine Verwendung dafür hast, schick uns das T-Shirt doch bitte zurück und wir nehmen es in unsere Retourenkollektion auf. Es grüßt das Become Aware Team. Mittlerweile haben wir 50 solcher Flaschenposten verschickt und das Projekt abgeschlossen. Von den 50 zurückgeschickten Kleidungsstücken kamen lediglich 8 wieder zu uns zurück. 3 davon wurden durch eher kleinere, nachhaltige Labels wie Hess Natur, Armed Angels oder Jane June eine durch einen Kunden. Die restlichen 43 wurden alle anstandslos zurückgenommen und in den meisten Fällen das Geld retourniert. Oft schon sofort nach der Abgabe des Pakets, also noch bevor der Artikel kontrolliert werden konnte. Rückporto wurde nur ganz selten erhoben. Auf unsere öffentlichen Briefe hat keine einzige Firma je geantwortet. Einige der zu uns zurückgekommenen Retouren geben allerdings so manches über die Abläufe in den Fulfillment-Centern und in den Gehirnen der Kundinnen preis. So zum Beispiel diese von unserer Mitstreiterin Esther Stögerer rekombinierte Dreierpackung von H&M-T-Shirts. Sie ging offenbar direkt an einen anderen Kunden weiter. Als dieser die Ware zurückschickte, weil sie nicht dem gewünschten Artikel entsprach, verweigerte H&M die Rücknahme mit der Begründung, dass es sich um keinen H&M-Artikel handle. Erst da bemerkte der Kunde unser Flaschenpostbriefchen und rief unter der angegebenen Telefonnummer an. Immer noch der Meinung, er spreche mit H&M. Über die Umstände aufgeklärt, konnte er unseren umgestalteten T-Shirts dann allerdings doch nichts abgewinnen und so erwarben wir sie von ihm zurück. Nur um sie nach der Veröffentlichung der Story um einen guten Aufpreis an einen abenteuerlustigeren Interessenten zu verkaufen. H&M war auch einer der wenigen größeren Player, der tatsächlich eine Flaschenpost herausgefischt hat. Aber die plötzlich zum Schal mutierten Socken waren wirklich nicht zu übersehen. Interessant in diesem Fall, dass sie zuerst bei uns angefragt haben, ob wir das Stück überhaupt zurückhaben wollen. Dann haben sie es aber geschickt und auch das Geld nicht erstattet. Hochinteressant ist auch dieser Fall. Unser Gastdesigner Daniel Juhat hat aus einem weißen, nichtssagenden Zara-Kleid sozusagen mehr gemacht und gleich 3 Stücke daraus gefertigt. Eine Skinny Jeans, ein Top und ein Basecap. Das alles wurde an Zara retourniert und das gesamte Geld sofort wieder erstattet. Allerdings kamen auch das Basecap und die Jeans wieder zurück. Lediglich das wilde Top wurde von der Firma behalten. In den anderen beiden Teilen fehlte nämlich das Etikett. Und ohne Etikett war das System nicht in der Lage, die Retoure zu verarbeiten. Das Basecap und die Jeans wurden nicht als Zara-Teile erkannt, das wilde Top hingegen schon. Ein positives Beispiel war Hess Natur, aber selbst da blieben Fragen. Sie lehnten die Rücknahme des umgestalteten Stücks in einem persönlichen Schreiben ab.
Aus dem Schreiben ging allerdings hervor, dass es sich dabei um eine Ausnahme handelte. In der Regel, so hieß es in dem Schreiben, würden unverkäufliche Artikel, aufgearbeitet und upgecycelt, zu einem günstigen Preis an sozial benachteiligte Menschen weitergegeben. Sogar eine relativ glaubwürdige Firma wie Hess Natur schickt beschädigte oder veränderte Retouren also nicht grundsätzlich an den Absender zurück, sei es, weil sie selbst bereits unter Druck durch die marktbestimmenden Player stehen oder weil sie für den logistischen Aufwand zu groß ist und den Umgang mit dem Design und der Ressource diktiert. All das veranlasste uns zu folgenden für Up- und Downcycling-Prozesse nicht ganz unerheblichen sozialen Fragen. Wenn ausgerechnet die Retouren deiner unachtsamsten Kundinnen zur Spende an Bedürftige führen, ermutigt das dann nicht dazu, unachtsam zu sein? Und wenn Upcycling für dich nur für die Ärmsten in Frage kommt, verachtest du es dann nicht letztlich? Und die Armen gleich mit dazu? Unterwirfst du die Dinge nicht einem Downcycling-Prozess im doppelten Sinn? Oder stehen für dich die Ärmste etwa wirklich ganz oben? Mit der logistischen Behandlung und Behandelbarkeit der Waren scheinen diese selbst unweigerlich einem steten Entwertungsprozess ihrer materiellen und designerischen Qualitäten unterworfen. Uns dieser Entwicklung entgegenzustemmen, war etwas, das wir bereits in unserer Flaschenpostaktion versucht haben. Wenn wir nicht damit beschäftigt waren, den Adressaten schwerwiegende Fragen zu stellen oder sie mit Sprüchen zu nerven. Also lauter Dinge zu tun, die in der Blackbox hinter den bunten Online-Bildern natürlich auf keinerlei Resonanz stoßen. Den ganzen Betrieb eigentlich gar nicht kratzen. Und dennoch, ein wenig tiefer in diese Blackbox, einzudringen, haben wir darum einige der Stücke getrackt. Mit einem Autotracker, dessen Batterie 4 Jahre lang hält. Meist eingebaut in Daunenmäntel oder Rucksäcke. Also die Rucksäcke hatten so einen doppelten Boden, damit er nicht so schnell entdeckt wird. Unsere erste mit Tracker versehene Flaschenpost war ein Daunenmantel an Zalando. Der sah nach der Bearbeitung so aus und ging in diesem Becken an Zalando zurück. Die erste Überraschung war, dass das Paket nicht etwa nach Neustrelitz ging, wie auf dem Adressenetikett angegeben, sondern an eine Gewerbezone nördlich von Stettin namens Vusienetsia. Wir haben im Vorfeld von Leuten gehört, die angeblich in Neustrelitz bei Zalando arbeiten. Aber nun lernen wir, es gibt so etwas wie eine virtuelle Postadresse, ein Zalando-Verteilerzentrum oder gar ein Retourenabteilungszentrum gibt es in Neustrelitz nicht. So. Schließlich legte das Paket folgende Route zurück. Am 21.12.2020 von Berlin nach Oranienburg. Am 22.12. von Oranienburg nach Etzin, westlich von Potsdam. Am 23.12. von dort zu einem Subunternehmen südlich von Goleniow. Am 4.01.2021 von dort ins Zalando Logistikzentrum nach Gardnow. Am 13.01. und 14.01. über Stettin zurück in ein anderes Zalando-Zentrum nach Berlin-Ludwigsfelde. Von Berlin-Ludwigsfelde am 20.01.2021 wieder zurück nach Polen. Diesmal zu einem Retourenhändler in Poznan, von dem das Stück 2 Tage später über Lodz und Rzeszów weiterverschickt wurde. Und schließlich am 26.01. bei einer Art Baumarkt in einem Ort namens Lija Góra nördlich von Tarnów landete. Dort lag das gute Stück noch im Sommer letzten Jahres und vielleicht sogar bis heute. Und das alles nur, um zu vermeiden, einen Kunden unglücklich zu machen, indem man die Annahme der nicht ordnungsgemäß retournierten Ware verweigert und auf kürzestem Weg wieder zurückschickt. Von den 5 getrackten Artikeln, die wir verschickt haben, liefen 4 über Polen, auch ein aus Österreich zurückgeschickter, sodass wir mit Sicherheit sagen können, dass Polen für Zalando und Amazon zum Zentrum der mitteleuropäischen Retourenlogistik geworden ist.
Zwei Tracker sind dort mittlerweile verstummt, sei es, dass sie entdeckt wurden, sei es, dass die Artikel vernichtet wurden, sei es, dass die Tracker nicht mehr senden können. Einer ging wieder nach Deutschland zurück und liegt nun nach längerer Irrfahrt offenbar bei einem Alttextilienverwerter in Polk. Ein anderer auf kürzestem Weg bei einem Endkunden in Lüttich, dem unser Redesign offenbar gefallen hat. Den haben wir nach einer Zeit abgeschaltet. Und der letzte, wieder an Zalando geschickt, lief über Gardno in Polen, quer durch Deutschland nach Paris, von Paris zurück nach Düsseldorf, von Düsseldorf schließlich südwärts über den Brenner nach Pisa, wo er heute noch liegt. Auf den Spuren einiger unserer Tracker haben wir Anfang 2022 eine Polenreise unternommen und uns einige der Landschaften von unten angesehen, die der Onlinehandel nicht nur mit Mode in rasantem Tempo mit hervorbringt. Einige der Zentren von Zalando und Amazon sind so groß, dass man mit 40 Stundenkilometern 15 Minuten drumherum fährt. Viele sind eingezäunt. Die Mitarbeiterinnen werden per Bus zu den Schichten aufs Gelände gebracht und wieder abgeholt. Der Verkehr drumherum ist höllisch. Eine Kontaktaufnahme ist nicht möglich. Aufgrund unserer Recherchen können wir nicht unbedingt bestätigen, dass zurückgeschickte Artikel direkt vernichtet werden. Vielmehr werden sie entweder in den Logistikzentren aufbewahrt, gehen irrtümlich an Endverbraucher weiter oder treten in einen über mehrere Stationen laufenden Abwertungszyklus ein, an dessen Ende dann unter ungünstigen Umständen der Strand von Accra oder die Verbrennung liegt. Es ist gut möglich, dass die behauptete Entsorgungsrate durch die Händler richtig ist, aber die Entsorgung wird ausgelagert an nachgeordnete Alttextilienhändler und vor allem an Endverbraucherinnen. Das haptische Produkt, seine Materialität, sein Design werden zu einem lästigen Anhängsel automatisierter und digitalisierter Prozesse. Darum muss es so billig wie möglich hergestellt werden und auf eine kurze Lebensdauer angelegt sein. Die Kundin glücklich zu machen, geht über alles. Das heißt, aus Sicht der Händler, die Kundin muss in der Kundenkartei bleiben und wieder bestellen. Turn customers into cashflow, wie ein polnisches Fulfillment Center seine Dienste bewirbt. Unsere Recherche hat uns aber auch zu eben diesem Begriff Fulfillment geführt, mit dem im Onlinehandel die möglichst reibungsfreie Abwicklung und Rückabwicklung des Geschäfts mit den EndverbraucherInnen bezeichnet wird. Und hat uns schließlich zu der Suche veranlasst, die wir hier im Mai in Graz fortsetzen werden. Das Projekt In Search of Fulfillment geht der Frage nach, wie Fast Fashion, Online-Logistik und die Suche nach Glück zusammenhängen. Inwiefern die Sehnsucht nach Fülle, der an Schlaraffenland erinnernde Wunsch nach nie versiegendem Nachschub und der gewaltige, meist ausgeblendete Apparat, der diesen Wunsch auf Teufel komm raus erfüllt, auch zu Bildern und Verhältnissen wie diesen beiträgt. Von diesem anderen Ende der Lieferkette erwarten wir im Rahmen unseres Projekts im Mai eine Präsentation von einer Vertreterin der Orr Foundation, die in Accra rund um den bekannten Cantamanto Secondhand-Markt tätig ist, einem Riesenumschlagplatz für die Kleidung des toten weißen Mannes, wie sie dort genannt wird, auch wenn diese heute hauptsächlich von lebenden Menschen stammt. Die Leute von der Foundation haben diesen Markt und seine Ökonomie und Ökologie eingehend studiert, führen dort Upcycling, Sozial- und Bildungsprogramme durch und kämpfen generell gegen Überproduktion und Überkonsumtion. Circa 40% der in Ballen gekauften Altkleidung aus Europa und den USA ist nämlich trotz der sensationellen Upcycling-Fähigkeiten der MarktbetreiberInnen nicht mehr zu gebrauchen und landet wegen des überforderten Müllentsorgungssystems zu 2/3 in Umwelt und Meer. Diesen Missstand beschreiben die Orr-Leute als Waste Colonialism und versuchen die Fast Fashion-Produzenten und Herkunftsländer des Textilmülls auch auf politischer Ebene in die Verantwortung zu nehmen.
etwa auf halbem Weg dieses Kreislaufs, am Anfang der ansonsten vielleicht in Accra endenden Downcycling-Kette, ist auch die zentrale Aktivität unseres Projekts in Search of Fulfillment angesiedelt. Die Herstellung einer originalgroßen Sattelschlepperskulptur aus Alttextilien, mit der wir letzten September in Berlin begonnen haben. Die zum Teil auf der Straße gesammelten, zum Teil aus Kleidersammlungen besorgten Textilien werden dafür in feinste Streifen geschnitten, sind einige Helferinnen und Damen hier. Es passiert mir immer wieder, sorry. Bis heute mithelfen, diese vielen T-Shirts in kleine, feine Streifen zu schneiden. Ich danke Ihnen sehr. Also ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit bis Mai weitergeht. Und unter Mitwirkung der Öffentlichkeit zur Verkörperung dessen verwebt und vertaftet, was den immer neuen Nachschub an immer rascher entsorgten und immer weniger haltbaren Artikeln überhaupt erst möglich macht. Das dichte weltweite Geflecht der Logistik. Der ultralangsame, arbeitsaufwendige und gemeinschaftliche Herstellungsprozess steht in krassem Gegensatz zu den rasanten, digital gesteuerten und anonymen Produktions-, Bestell-, Liefer- und Beglückungszyklen unserer rücksichtslosen Wirtschaftsweise. Das ganz und gar unnütze Objekt, das nicht transportiert, als den Verweis auf die Maschine aus Algorithmen und Schmieröl, die diese Wirtschaftsweise antreibt, versteht sich als Versuch, ihr ein wenig Handlungsmacht abzuringen, so illusorisch das auch erscheinen mag. Dem passiven Konsum, die Suche nach Erfüllung in kontemplativen und kooperativen Tun entgegenzustellen und en passant einige interessante Handwerkstechniken zu vermitteln, die geeignet sind, die Überschüsse zu verwerten. Darüber hinaus ist uns die gemeinsame Herstellung des Sattelschleppers auch Anlass zum Reden, zum Verstehen und zur Suche nach Handlungsalternativen. Außer der bereits erwähnten Gruppe aus Ghana wird in unserem Diskursprogramm unter anderem Daniel Wetzel von Rimini-Protokoll in einer Lecture-Performance über seine faszinierende theatrale Untersuchung des Systems Amazon berichten. Im Kunsthaus werden ExpertInnen aus Logistik, Kunst und Ethnologie über Mechanismen der Textillogistik, über die Auswirkungen der Logistik auf unsere Lebensräume und über die transformative und gemeinschaftsstiftende Kraft von Cargo-Kulten sprechen. Ein weiteres Highlight ist ein 8-stündiger Workshop der radikalen Töchter, die hier heute Abend auch auf dem Panel What's Art Got to Do with It vertreten sein werden, wie wir gehört haben. In ihrem bei uns stattfindenden Workshop werden sie auf ihre unnachahmliche Weise vermitteln, wie man Wut in aktives Tun verwandelt. Soweit, wie man es hier sieht, sind wir an der Floating University Berlin in 3 Tagen mit dem Taften unseres Sattelschleppers gekommen. Das sind jetzt nur die Taft-Segmente. In Graz sollen diese Teile nicht mehr fertiggestellt werden, sondern die ganze Skulptur mindestens auf das Doppelte anwachsen und um die ersten beiden aus Schuhen gefertigten Räder ergänzt werden. Aber das wäre dann doch noch nicht einmal die Hälfte. Wir arbeiten deshalb an Möglichkeiten, den LKW an weiteren Orten weiter und irgendwann einmal fertigzustellen. Ich möchte noch erwähnen, dass dieses Projekt in Verbindung mit einem EU-Projekt steht, Future Repair Machine, und möchte allen Förderern herzlich danken, dass das überhaupt möglich war, und natürlich Brigitte Biedowetz, die ohne sie natürlich das überhaupt nie in Betracht gezogen werden hätte können. Und besonders also hervorheben möchte ich die Steirische Kulturinitiative und Kunst im öffentlichen Raum, aber noch viele andere Förderer. Wir haben ein paar Infokarten im Foyer aufliegen und ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns beim Taften, Weben, Schreddern und was immer und bei den Vorträgen im Mai.
Und ich darf mich nochmal zu euch gesellen, weil es gibt ja sicher die eine oder andere Frage auch aus dem Publikum. Und ich möchte mit einer Frage auch beginnen, vorab nämlich meinerseits. Und ich sage insgesamt, bei uns beim Programm geht es ja nicht darum, einen Bekenntniszwang, nicht zu glauben, man muss sich sofort outen, man muss sofort Positionen beziehen, ja, nein. Es ist auch okay, mal nicht zu wissen, mal zuzuhören und diese Ambivalenzen, die nämlich da drinnen stecken. Und ich möchte aber hier jetzt schon was bekennen und gleichzeitig euch fragen, ob ihr vielleicht einen Tipp habt. Mode. Ich finde, ihr seid beide sehr schön angezogen und irgendwas verrät mich. Ich mag das auch mit diesem Anziehen. Und ich war mal auf einem Workshop, der von, vielleicht kennen einige von Ihnen und von euch ihn, Harald Gründl, EOS, also einer auch von den Pionieren rund um das Kreislaufdesign in Österreich. Und der hat uns am Anfang des Workshops quasi auch zu einer Art Bekenntnis gezwungen, ehrlicherweise. Und zwar im Sinne von am Anfang eines Konsumprojekts oder Konsumprozesses, wenn er wirklich der Kreislauffähigkeit dienen sollte, steht ja eigentlich der Verzicht, der Refuse. Also wirklich dann erst Reduce, dann erst Recycle etc. Und Refuse. Und er hat uns wirklich gebeten zu sagen, was wünschen wir uns als nächstes nicht. Ich habe seither nicht ein anderes iPad, als ich seit 8 Jahren habe. Und was ich aber jetzt eigentlich von euch fragen will, ist, wie geht man denn überhaupt damit um, wenn man sich weiter mit Mode auch ausdrücken will? Weil beispielsweise, das habe ich bei Willhaben gekauft, das schaut aber nicht so aus, weil ich trage nicht Secondhand, die nach quasi Vintage per se ausschaut. Ich kaufe aber fast alles gebraucht. Oder auch nicht gebraucht, weil das, wie ihr zeigt, mein Gott, wie oft ist da noch ein Zettel, ein Originalzettel dran, ja? Also habt ihr über diese Wege, wenn ihr euch da so beschäftigt damit, für euch einen Umgang gefunden, eben diese Ausdrucksform Mode, diese Schönheit, die da drin steckt, ja. Wie geht man mit diesem Refuse um, wie, ja, macht ihr das? Naja, ich finde jetzt, wenn du mich persönlich fragst, das ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert, weil ich ziehe mich natürlich auch gern modisch an, es ist auch mein Beruf, ich bin eine Designerin. Trotzdem bin ich wirklich, muss ich sagen, so vor 12, 13 Jahren eher ins Grübeln gekommen, neue Stoffe zu kaufen, also jetzt von meiner Warte aus. Und habe dann eben angefangen zu überlegen, was kann ich mit, weil wir ja dann diese Verinnerungsatelier gegründet haben, was kann ich mit gebrauchten Textilien machen, ne? Und habe dann eben versucht, aus gebrauchten Textilien, die bereits in der Welt sind, neue Kleidungsstücke zu gestalten oder zumindest in Kombination mit nachhaltigen Materialien. Der Punkt, also ich finde noch immer, dass das designerisch super spannender Ansatz ist, wenn man ja vom Fehler ausgeht und nicht was Neues macht. Also ich bin nach wie vor eigentlich von dieser Ansatzweise sehr überzeugt. Trotzdem muss ich sagen, nach 12 Jahren, es ist sehr teuer, sehr aufwendig. Also das Kleid, was ich trage, besteht aus zum Beispiel 3 Hemden. Also ich habe da sicher 30 Stunden dran. Du musst ja dann praktisch das alte Material aufarbeiten. Er hat einen Sakko von einem Kollegen an. Das besteht aus Arbeits... Blaumännern. Wow. Sein Hemd ist schon oft abgecycelt worden, aber... das sind so hohe Kosten. Wir haben ja auch diese Dienstleistung angeboten, dass das eben irrsinnig schwierig zu vermitteln ist. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ich bin inzwischen, also diese ganze Upcycling-Szene, wir haben so euphorisch gestartet in Berlin und überall, also das war so eine Euphorie da drin in dieser Bewegung, ja, und inzwischen sind wir alle irgendwie durch die hohen Kosten und durch die Arbeit, dass das irgendwie nur von wenigen Leuten geschätzt wird und die meisten sagen, kann ich mir nicht leisten, kaufe ich mir natürlich etwas Billiges und da kriege ich ja 10 Teile. Also es ist ein Bewusstseinsumschwung, der, weiß nicht, das wird wahrscheinlich lange dauern, um zum Konstruieren statt zum Konsumieren zu kommen, das, was ihr vorher beschrieben habt, oder? Daran, also die Lust daran, das selber zu machen. Was zu machen, deswegen propagieren wir das ja jetzt so, lerne das selber und arbeite selber daran. Ne? Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also ich könnte nur noch was ergänzen zum sogenannten Verzicht, weil wir arbeiten ja alle daran, das Wort zu vermeiden. Ja.
Ich habe es auch, wie ich selber gesagt habe, ich mir kurz gedacht, es reißt mich. Und dann aber auch wieder nicht, weil eigentlich, wie machen wir es? Und also einer der Redner, der bei uns dabei ist, wird John von Düffel, der hat ein Buch geschrieben, also sein letztes, Das Wenige und das Wesentliche. Und er versucht auch sozusagen den Verzichtsbegriff zu umgehen und spricht von so einer, von Askese, aber Askese als positives Programm. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, ich finde ja auch, Refuse ist nämlich auch sehr Refuse viel aktiver. Auch, ich verweigere was. Ich muss ja auch gar nicht. Ich habe aber auch aber Entschuldigung, was gibt es für Fragen, Kommentare? Es gibt ein Mikro im Raum, die Olena würde kommen, wenn ihr ein Signal gebt. Also Sie haben keine Frage. Okay. Kommentare, Fragen? Ja, da ist. Danke. Ja, mein Name ist Christoph Lösch, ich habe eine praktische Frage. Ich komme auch immer wieder in die Verlegenheit, Quant zur Altstoffsammlung zu geben. Aber ich habe ein ganz ungutes Gefühl, weil ich überhaupt nicht weiß, was da passiert. Gibt es dazu Daten? Gibt es dazu eine Pflicht, dass von diesen Unternehmern, bei uns in der Steiermark ist es hauptsächlich die Caritas, glaube ich, dass die das transparent machen, was mit dem passiert? Ja, von der Danke. Caritas, da gibt es ja in Vorarlberg dieses große Verteilercenter, ne? Ein Sammelzentrum, aber die meisten Sammelzentren sind praktisch im europäischen Ausland. Und wir haben in Wien einen Secondhand-Händler kennengelernt, der kauft praktisch das ähnlich wie die auf dem Markt in Accra, ballenweise ein aus Bulgarien oder Rumänien. Aber das sind Artikel, die zum Teil irgendwie in Mitteleuropa gesammelt wurden. Und die dann wieder zurückwandern. Also die Dinge legen unglaubliche Wege zurück und vor allem ist auch mit der Fast Fashion immer weniger von verwertbar. Also nur, ich glaube, die Zahlen differieren, aber es ist nur 5% oder so bleiben hier im Secondhand-Handel in Europa. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen mehr. Wir haben festgestellt, zum Beispiel so Zalando-Retouren oder auch nur Überhänge, die waren bei einem Alttextilienhändler in Polen. Den haben wir dann aufgesucht und waren mit der Kamera dort, was sie uns sofort untersagt haben. Also dann nachträglich, haben dort eingekauft bei denen und die haben gesagt, die haben praktisch nur Zalando-Artikel und es scheint auch noch ein ziemlich gutes Geschäft zu sein, diese Zweitverwertung zu machen. Aber trotzdem ist noch so viel Überschuss, dass da irgendwie, das ist ja nur, Accra ist ja nur ein Beispiel, dass in vielen Teilen der dritten Welt, wo dann das Letzte vom Letzten landet und die beschweren sich darüber, dass sie für ihren Markt dann auch nur mehr wenig interessante Ware haben für den Secondhand-Handel. Und dort fliegt noch 40% raus. Ist mehr. Das heißt, die Artikel sind halt nichts mehr wert und was das, ich meine, in die Altkleidersammlung kann man die Sachen schon geben. Es wird ja vieles dann auch noch auf andere Art und Weise verwertet. Aber insgesamt ist einfach der Kleiderproduktion oder Textilproduktion einfach viel zu hoch. Ist zu viel. Es ist einfach viel zu viel. Also in Berlin, im Textilhafen, das ist von der Diakonie so ein Projekt. Also da kenne ich die Leute auch, also was dort täglich ankommt. Also die können das einfach nicht bewältigen und die sortieren dann aus und das geht dann auch wieder nach Polen und das geht eben, das was wir auch selber erst erfahren haben im Zuge unserer Recherche, dass eben nicht alles gleich verbrannt wird, sondern den langen Weg der Downcycling-Kette geht, um am Ende dann in Afrika zu landen. Das ist glaube ich der Punkt, der immer verschwiegen wird. Weil sie behaupten ja ständig, zum Beispiel der Herr Astecker von in Berlin, der Retourenforscher, der behauptet, es sind nur 3% wird verbrannt. Ja, aber weil er eben nur sagt, das was direkt offiziell und in, genau. Okay. Ja. Danke. Ja, es gibt noch eine Frage.
Ja, hallo. Ich wollte nur was ergänzen zu der Altkleiderrückgabe der Caritas hier in der Steiermark, weil das eben bei der Caritas doch sehr unterschiedlich je nach Bundesland ist. Und in der Steiermark gibt es ja ganz viele von diesen Kala-Läden. Und zumindest in der Steiermark kann man sich halt tatsächlich sicher sein, wenn man das einwirft in die Kala-Spendenboxen oder eben abgibt in den einzelnen Kala-Shops, dass es tatsächlich jedes Kleidungsstück durchsortiert wird. Es wird also nicht nach Wien oder nach Vorarlberg gegeben, sondern in der Steiermark ist es wirklich sehr gut strukturiert. Es wird alles durchsortiert. Die A-Ware, die sogenannte Creme-Ware, kommt dann in die Kala-Shops zum Verkauf. Und die weniger gute Ware wird eben dann auch wieder zu, sag ich mal, Päckchen geschnürt und wird sehr wohl von vielen oder von mehreren Großhändlern gekauft, die kommen und das holen. Aber es ist, sag ich mal, in diesem ganzen Wust von Altkleider da doch relativ transparent, wobei ich nicht weiß, wie gut es nach außen transportiert wird. Aber ja, danke. Also da kann man sich zumindest ziemlich gut drauf verlassen und kann sicher auch immer mal genau nachfragen, was wo landet. Danke, da ist, ja, genau, da kommt ein anderes Mikro noch. Ich wollte hier auch noch ergänzen, weil wir mit Carla zusammenarbeiten hier und eben auch für die Unité, die dann die Kleidungsstücke zerschneiden, eben auch bei Carla sammeln, also bei der Caritas und bei der Holding. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass zuerst eben die besten Kleidungsstücke kommen halt zu den Carla-Läden und die zweiten kommen eben in den Osten, glaube ich, werden weiterverkauft und der Rest wird entweder verbrannt oder eben weggeschickt, glaube ich. Aber so genau weiß man das nicht. Aber das Orge von der ganzen Geschichte ist, glaube ich, schon, dass es ja auch eine Überproduktion gibt und dass die Firmen sich ja die Lager ersparen, indem sie alles auf diesen Wegen in den LKWs in ganz Europa herumtransportieren. Und das ist für mich der zusätzliche Punkt, was ihr da herausgefunden habt, dass es eigentlich... Es ist eigentlich beides, weil auch die Lagerflächen, also man hat ja in dem Film gesehen, wie das innerhalb von 10 Jahren diese Flächen betoniert wurden. Ja. Und in Polen war auf unserer Reise, konnte man etliche neue so Gewerbezonen am Wachsen. Es werden eigene Autobahnkreuze natürlich angelegt. Und wo dann aber nicht Amazon oder irgendwie sonst was steht, sondern das sind dann... Genau. Ist nicht nur Amazon allein, aber in der Regel ist Amazon dort überall der größte. Aber es ist irgendwie wie ein Black Site. Ich hatte das Gefühl, es ist sowas, was gar nicht wirklich offiziell eben aufscheint. Also das habt ihr ja dann auch wirklich... Ja. Man kommt nicht rein, kriegt keinen Interviewtermin, keine Chance. Und die Flächen sind aber riesig. Genau. Ja. Ja, noch ein Kommentar von wo Mikro braucht. Ist schon Mikro versorgt? Ja. Ich hätte ansonsten noch eine Frage. Ich habe das sehr interessant gefunden. Sie haben an einer Stelle mal gesagt, Glück hängt gewissermaßen mit Fülle zusammen. Und das ist jetzt eine sehr abstrakte Frage. Aber wenn Glück mit Fülle zusammenhängt und wir dann versuchen, über das Füllen unserer Kleiderkästen eigentlich letztendlich zu Glück zu kommen, dann liegt ja unser Problem auch irgendwie in diesem Grundzugang, in dieser Grundhaltung, dass ich durch Konsum Glück erlangen will. Ja. Was wäre eine denkbare Alternative, wie wir vielleicht auch vor allem im Textilbereich anders hier vielleicht zu einem gewissen Glücksmoment kommen können? Oder wie, wo sollten wir im Leben generell noch Glück suchen? Ich weiß, sehr abstrakte Frage, sehr philosophisch, aber damit wir vielleicht diese Konsumspirale brechen. Ja, wir tendieren ja auch dazu, abstrakt. Ja, aber weben, tuften, schneiden, Räder bauen, sehe ich da gerade. Ich glaube, da steckt ein ziemliches Glücksversprechen im Tun drinnen, oder? Ja, es ist ja auch gleichzeitig mit einem Zerstörungsprozess von Fast Fashion verbunden, indem man das zerschneidet. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel in Berlin die Leute, die beim Weben waren und so, die haben sich total beruhigt. Die sind runtergefahren und haben stundenlang irgendwie per Hand die Bänder durch die Kettfäden gefädelt. Also, fand ich auch, ich war echt überrascht, auch junge Leute, es waren viele junge Leute da, die wirklich sehr kontemplativ gearbeitet haben. Und ich merke es auch jetzt, wo ich hatte mit dem Projekt am Anfang so ein bisschen Probleme, weil ich nicht so richtig ins Tun kam, was ich nicht so gewohnt bin, weil ich bin ja mehr so eine Macherin. Aber dann, wie ich jetzt endlich so zum Weben und zum Taften kam,
Ertasten, also heißt das. Ins Tun kam, da wurde ich richtig glücklich. Also und jetzt bin ich so happy und jetzt freue ich mich schon so auf diese 2 Wochen, weil ich weiß, dieses Tun und Machen, das ist etwas, das wäre eine Möglichkeit auch, dass man, das meine ich ja, dass man Techniken lernt, gerade was Fashion angeht, selber lernen, in Workshops lernen und das dann selber umsetzen. Gerade mit gebrauchten Textilien, da kann man Sachen rausschneiden. Ich zum Beispiel einen Kragen, wenn man keinen Kragen nähen kann, dann schneidet man ihn einfach raus und setzt ihn irgendwo anders rein. Das geht schneller und leichter. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, das muss, und da muss ich auch noch sagen, in Schulen, es ist echt, in den letzten Jahrzehnten wurde auch der Handarbeitsunterricht, so was ich von den Lehrerinnen und Pädagoginnen höre, auch ziemlich abgebaut. Und das finde ich auch eine ganz schwierige Sache, weil ich sehe bei den Schülern, bei den vielen Workshops, die wir in Schulen geben, wie gern die Schüler dieses Haptische haben. Und ich glaube, in die Richtung müsste man einfach wirklich noch rein pädagogisch gesehen, also mehr unternehmen. Danke. Und eben am 15. und 31. Mai geht es am Maria-Hilfer-Platz genau. Diesbezüglich weiter. Ich bedanke mich sehr für die Anwesenheit. Wir sind mit der Zeit, gibt es mir kurz ein Signal, eigentlich sind wir fertig, gell? Oder eine Frage geht sich noch aus? Okay, danke. Ui, also wenn Sie kurz sind, ja, da ist eine Frage, aber eigentlich war da hinten doch auch schon eine Hand, oder nicht? Okay, danke. Meine ist nicht wirklich eine Frage, sondern einfach die, dass das Search of Fulfillment im Grund durch ein gemeinsames Werken, eine neue Errichtung von Gemeinschaftlichkeit ganz einfach und mit den Händen etwas zu machen, das ist, glaube ich, irgendwo eine Lösung. Und ohne das geht das Ganze nicht, weil wenn wir nur mit, auch die ganzen Design-Universitäten haben praktisch keine Workshops mehr. Es geht nur mehr Design über den Computer, es wird alles nur mehr digital hergestellt und das Verlieren der Hände und das Zusammenarbeiten ist eines der glaube ich, der wenigen oder das Einzige, was uns wieder zusammenbringen kann. Ja, ja, genau. Ich finde, das ist doch ein, das ist immer ein Schlusswort. Mit den Händen denken.